Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Super Smash Bros. Ultimate mit Zellos und Barry. Hi. Hallöchen. Und wir haben heute Items eingestellt. Barry weiß noch nichts von seinem Glück. Ja. Oh, aber ich kenne die Items nicht mal. Es gibt nur ein Item. Okay. Du hast schon mal den perfekten Charakter für dieses Spiel. Genau den perfekten Charakter für dieses Spiel. Denn, der kleine Twist, wir haben ja was vorbereitet für den Barry, damit er auch mal auf seine Kosten kommt, was ja, will ja wird. Immer unbedingt gibt's Items wieder? Haben. Ja, nein. Natürlich. Mann, macht ihr einmal Items? Oh Gott. Pilze? Ja, natürlich Pilze. Was denn sonst? Was ist denn ein Hühner Barry hier in Ruhe hier? Genau, das Barry in Ruhe. Er weiß nur, wusste vor der Aufnahme nicht mal mehr, wie man hüpft. Ich werde euch jetzt nicht einen einzigen Pilz werde ich euch lassen. Okay. Nein! Nein! Ich dachte, Barry holt sich das. Aber ich glaube, wir kriegen den Barry. Oh! Shit! Ich bin Ryu! Hat irgendwie zufällig getötet, vielleicht. Nee, den Barry. Mich hättest du fast, glaube ich, getötet. Oh mein Gott, er hat den Pilz! Oh, er hat den Pilz! Geh weg von mir! Nee, geh du doch weg! Ich bin Ryu! Pilz hält aber nicht so lange. Ich bin enttäuscht. Oh. Au! Der Menschheit. Oh yeah! Oh! Das war ein bisschen Putz. Umgestorben. Ey, ich bin größer als du, geh weg! Nein! Du wirst niemals größer sein als ich. Gar nicht wahr! Denn ich bin Au. Der Bösewicht! Oh. Ey, genau in dem Moment so ein Betrug, ey! Sehr gut, Barry. Du nutzt das Gimmick schon direkt für dich. Wow! Ja, das war jetzt. Diese Range. Vorhersehbar, dieser Kill eigentlich. Naja, Barry. Barry ist einfach der Beste. Jetzt können wir es ausschalten. Jetzt bin ich der alleinige Pilz-Sieger. Okay. Der Pilz-Sieger? Du bist ja derjenige, der die Shrooms konsumiert, ha? Huh? Ja. Okay. Das wird aber jetzt nicht ausgeschaltet. Wir machen weiter. Weil das nee, macht sich schon. Ja. Weil wir wollen ja sehen, dass das der Barry mal schafft, einen Winstreak in der Folge zu machen. Hab ich doch schon mal. Und in der nächsten Folge gibt es dann ein anderes. Aber nicht mit Items. Oh. Und was gibt es? Das verrate ich dir jetzt noch nicht. Verdammt. Ich bin Mewtwo. Mit Samus. Aber nicht Banjo. Kazooie. Ja. Ach ja. Ja. Ich hatte heute Urlaub, wisst ihr das? Nee, wusste ich nicht. Ja. Wieso erzählst du uns sowas nicht, hä? Hab ich doch. Ah ja, gut. Kazooie! Und ich hab mich erholt von gestern und vorgestern, weil da hab ich so viel gezockt. Das war echt abartig. Ja, das stimmt. Muss ich sagen, ja, das stimmt. Was? Woher willst du das wissen? Ja, weil ich immer wieder rumgelurkt hab hier. Was hab ich denn gespielt? Ja, Mario Maker und so ein Scheiß. Oh, hör doch mal auf! Ja, aber das meine ich ja gar nicht. Achso. Ich glaube, so viel wie gestern und vorgestern habe ich sehr lange nicht mehr gezockt. Wow. Wow. Oh, ich stehe in der Mitte, das ist nicht gut. Was hast du denn gezockt? Oh, nimm mir doch nicht das Ding weg. Willst du schon erzählen? Kann nicht, ist relativ unspektakulär und alle werden sich denken, bleh. Soll ich es trotzdem erzählen? Ja, du hast Uno gespielt. Nee, ich habe ja WoW wieder angefangen wegen Corona und so. Okay. Dann habe ich meinen Hexer gesuchtet. Ist jetzt Level 60. In WoW Classic. Ich bin tot. Ja, aber wir sind ja ein Nintendo-Kanal, deswegen ist alles, was nicht von Nintendo ist, böse. Ja, außer Overwatch und Fortnite und Ultimate Chicken House. Die sind auch böse, es ist nicht von Nintendo. Okay, stimmt. Da gibt es ja leider einige, also nicht von unserer Community, aber leider gibt es ja viele Zuschauer, die dann so denken. Wir haben hier den Vectinex, der schon sagt, was du nimmst. Nimmst Magic Mushrooms. M&M's. Ja, M&M's. M&M's. Mm. Ich war mal im M&M-Store, Vic, in London. Das war der schrecklichste Laden, den es gibt. Warum? Das ist total überfüllt, es sind nur Japaner und Japaner fotografieren, die Japaner fotografieren, während sie von Japanern fotografiert werden. Krank. Wow. Fotografieren. Und es gibt in dem Laden nur Sachen von M&M. Von Socken bis Klopapier wahrscheinlich. Alles von M&M. Ja, alles von M&M gibt's da. Das ist der M&M-Store in London. Hm. Ich habe noch nie so einen vollen Laden gesehen. King K. Rool. Frag mich eigentlich, warum es eigentlich sowas gibt, aber ja gut. Anscheinend gibt's sowas. Wow. Hab mich hier gerade ganz schön penetriert. Bin ich tot? Hä? Ja. Was zur Hölle? Ja, hallo, Schwibi, schöne Grüße. Du kannst dich da nicht recovern, guter Rikus hier. Das stimmt. Ja. Hättest mal lieber. Ach, nee. Heute spielen wir Super Schlagjunge, oder was heißt Smash übersetzt? Super Schlagjunge, ultimativ. Ultimativer Schlagjunge. Ja. Eigentlich Junge nicht, aber. Turia. Super Schlag. Bruder. Brüder. Super Schlagbrüder. Jetzt töte ich euch. Ah!
Guck dir diesen Barry an. Ich bin halt der ultimative Abstauber. Auf einmal kommt, kommt er angerannt aus dem Nichts. Ja, er hat es angekündigt und direkt hat das durchgezogen. Jetzt kill ich euch beide. Bam, bam, tot. Ja. Junge, Junge. Ja. wow, ihr seid Nintendo, das ist gegen eure Struktur. Ja, stimmt, wir sind übrigens sehr strukturiert. Ach, stimmt, wir sind ja strukturiert, das habe ich vergessen. Ja, seit neuestem Jahr. Aber ja, seit neuestem sind wir sehr strukturiert. Deswegen heute auch mit Items. Abzocker. Achso, ja. Ich bin Game & Watch. Geil. Ey, die Haare von dem sind fast so lang wie meine Haare in Wirklichkeit im Moment. Ja. Genau so. Deswegen muss ich immer diese Mütze aufsetzen. Ich wäre dafür, dass du dir irgendwann mal ein Auge, so ein Pegasus-Auge besorgst und auch weiß färben lässt, die Haare. Könnte ich, also wenn ich meine Haare weiß färben lassen würde, tatsächlich hätte ich genau die gleiche Frisur wie der jetzt. Und das meine ich durchaus ernst. Oh, nice. Aber ich habe erst am 23.05. einen Friseurtermin. Problem ist, ich muss vorher noch ins Büro. Ich weiß gar nicht, was ich mit meinen Haaren mache. Ich muss die ja nach hinten gelen, dann so schwul italienisch. Geil. Italienische Barry. Oh no, allora, che bello, no, ich bin der Barry, prego, prego. Prego, prego. Der italienische Barry spielt auch eklig. Ah, okay. No, scusi. Scusi, scusi. Was? Ich war überhaupt... Nein, ich komme ihn nicht retten. Ich lebe noch. Noch? Ach ja. Ist die Betonung an der Stelle? Ich wurde geschüttelt. Nee, ich habe in dem letzten Stream von mir bei Mario Maker ja auch mal drüber gesprochen, wie das so ist, wie verschiedene YouTube- und Twitch-Zuschauer sind, wenn man dann andere Spiele macht und so. Ich habe zum Beispiel vor, demnächst mal wieder ein Spiel für unseren Kanal aufzunehmen, aber ich mache das halt da nicht so klassisch mit so Viertelstundentakten, sondern ich lade einfach die Streams hoch. Ja, ist auch eine Idee. Und dann habe ich gesagt, dass dann garantiert wieder Leute sich beschweren werden, dass die Minuten länger, dass die Videos länger als 15 Minuten sind, obwohl man die unterbrechen kann und YouTube sogar speichert, wo man das letzte Mal war. Mhm. Ja. Deshalb gibt es stundenlange Walkthroughs. Ja. Aber es ist auch so, dass YouTube-Zuschauer, glaube ich, Stream-Aufzeichnungen nicht so gerne mögen. Ist mir auch schon aufgefallen. Oh. Mir egal. So sieht's aus. Ja, Mann, ich treffe ihn nicht. Von einem Riesenhelden hätte ich aber auch richtig Panik. Das Problem ist, dass er den Smash so einen Schritt nach vorne macht und mich dann wegdrückt. Ja. Betrug! Der ist zu gut! Ja. Baby spielt zu gut, wenn wir mit Items unterwegs sind. Du spielst Ich kann abstauben, das ist meine einzige Fähigkeit, die ich in einigen Videospielen habe. Wie gut er das kann. Ja. Aber hat er irgendwie auch immer einen Charakter, der eine gute Forward-Smash-Reichweite hat und damit die halbe Stage abdeckt. Der RNG ist gut mit ihm. Oh ja, Littleback ist gut. Den kann ich aber überhaupt nicht. Geil. So, Zeit, einen stumpfen Joke zu bringen. Happy Halloween. Oh, geil. Wir müssen wieder Witze vorlesen und aus Kreuzwort rätseln, aber... Ja, das ist was fürs Platoon. Das ist aber was fürs Smash. Tun. Ja, eben. Oh Gott. Was mir da angerauscht kommt, da so ein Little Big Mac. Tschüss. Tschüss. Boah. Tschüss. Alter. So ein Tier, der Kerl, Alter. Verdammt. Das war witzig. Oh oh. Brauch einen Pilz. Lieber Smash Brothers. Entwickler, gib mir einen Pilz. Nein! nein! Oh. Ich finde, Barry. Nein! Mich nein, warum? Ich finde Barrys Willen, hier einfach die Smash aufzuladen von Barry finde ich einfach super. Macht er das so 3 Minuten lang und denkt, irgendwann funktioniert's und dann klappt's einfach, weißt du? Also. Ihr müsst einfach stumpfer spielen mit dem Pilz. Das ist meine Schwäche, meine Stärke. Ah, okay. Da ein Pilz links, schnell, Barry! Oh, verdammt! Die Toten helfen dir, keine Sorge. Ich bin dafür, dass der Barry heute alles gewinnt. Er braucht auch unbedingt noch einen Charakter, der dazu noch Super Armor auf all seinen Smashes hat. Ja, natürlich! Oh, das schaffst du, ja. Ich will auch einen Pilz! Schnell! Oh! Das ist einfach so unfair, ey. Ja, genau! Nein! Geil! Barry! Alter! Was oh, Scheiße, der hat einen Lack mit den Charakteren. Gerade Little Mac ist ja perfekt für diesen Modus. Also, da glaube ich, werde niemals in meinem Leben wieder mit Little Mac gewinnen. So, wir machen eine Runde jetzt und dann ist gut damit. Aber das war schon fast schon richtig Disrespect, so professionell, Rekurs hier. Mit einfach wegschieben beim Shield Break. Was ist denn so? Ich hatte ja keine Wahl, es zu shielden. Bitte highlighten. Bitte highlighten, ja. Wird überhaupt nichts gehighlightet. Ich werde dich komplett rausschneiden. Wir werden. Nee, das wird dann nur die Barry Compilation. Und dann sind wir immer, jetzt mit Pummelluft, da bringt das nichts. Das und Barrys beste Kills. Dann sehe ich einen
Sieg von Zellos in dieser Runde. Weiß nicht. Ich bin nicht so der Spammer-Boy, aber ja. Wie sieht man nochmal oben B, ne? Oben ja. B, ja. Oh Gott, fettes Gott, hat er auch noch. Stimmt, jetzt kann ich mir das auch noch von oben immer holen. Eine Gottes gute Idee. Willen. Gott. Oh nee, jetzt hat er schon wieder. Keine Chance, Rikus. Oh, ich hab jetzt Spam. Riesenspam. Oh, bam, yeah. Ich wollte nach oben fliegen, mir das holen. Ich bin klein geworden, während ich einen Side-Tilt gemacht habe. Nein, geht's immer von oben? Meistens fallen die von oben, ja. Los, Pilz. Ach. Pilz. Nein, wieso ist er immer noch riesig? Was ist mit dir falsch? Nein. I. Komm, kein Pilz mehr. Die kommen gar nicht mehr von oben. Ich werde hier überall rumgejuggelt, ey. Jawoll. Mein Pilz. Nein. Ja, okay, das ist... Geh weg. Oh, jetzt, du bist dran. Komm. Oh, oh. Au! Ja, das ist zu strukturell. Ah! Meins! Oh. Riesenbombe. Nein! Richtig rumschießen, ey. Oh. Ey, Lars, du musst, wenn du groß bist, einfach die Smash-Attacke spammen. Das habe ich dir doch jetzt eben gezeigt, okay, in den letzten Spielen. Hast du recht, Sensei. Alles andere macht keinen Sinn. Oh, scheiße. Jetzt kommt aber der Rikus jetzt hier. Tötet Rikus dich wahrscheinlich. Ja, ja. Oh, Rap Range. Nein, ich will nicht. Geh weg! Feuer! Und tschüss. Juhu! Er hat stumpfer gespielt als ich, der Rikus. Das war sein Sieg, ganz klar. Ach, das war schön. Jetzt weiß ich, wie du dich fühlst, Barry. Ja. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Das war eine hervorragende Ausnahmefolge mit ganz viel leckeren Pilzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schmums. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss! Tschüssili.